Moin, Freunde. Ja, im Frühtau zu Berge, würde ich sagen. Es ist wirklich sowas von früh. Es ist gerade mal so 20 vor 7. Oh, und ich habe mir gedacht, ich mache mal einen Spaziergang mit euch, weil das Wetter ist genial. Noch ist es angenehm. Es soll heute über 30 Grad werden. Deswegen sind wir heute ein bisschen früher unterwegs. Ja, und anschauen tun wir uns das da. Genau, ein verlassenes Restaurant. Da gehen wir gleich mal rein. Schau mal, was da so los ist. Ich würde sagen, bleibt dabei, bleibt gespannt, das Abenteuer beginnt. Bis gleich. So, los geht's hier im Keller. Ja, es ist wirklich extrem früh heute Morgen. Wir haben gerade mal 6:45. Das hat zum einen den Grund, weil draußen sehr viele Touristen rumlaufen. Und zum anderen, dass heute wieder extrem warm werden soll. Deswegen ratzfatz hier durch. So, das schien wohl mal der Werkkeller gewesen zu sein. Und hier haben sie noch selber gemachte Schilder. Das war wohl mal der Bierkühlschrank. Noch einiges an Gestühl zurückgeblieben. Also im Keller ist nur so einiges vorhanden. Da Regale und Kühlschrank, ja, da müssen wir da erstmal reingucken. Sehr unspektakulär. So, der alte Heizraum. Dann wollen wir die Waschmaschinen. Freunde, ich bin schon ein paar Mal hier gewesen, aber es ist das erste Mal, dass man jetzt hier reinkommen kann. Es soll wohl sehr interessant werden, die ganze Sache. Gut, dann gehen wir mal in die nächste Etage. Aber wir müssen da ein bisschen mit dem Licht aufpassen. Deswegen, wenn es ein bisschen dunkler sein wird, hoffe ich, dass ihr mir das verzeihen könnt. Alles klar, wir gehen mal auf. Ganz nah auf dem Post hier. Und wie ihr seht, die Zimmer noch völlig eingerichtet hier. Irgendwie scheint hier die Zeit ein bisschen stehen geblieben zu sein. Hier konnte man Rundlauf machen.
hat es tatsächlich nur ein Safe in der Wand. Hing bestimmt früher mal ein großes Bild vor. Also die Einrichtung ist wirklich, ich denke mal, so in den 50ern stehen geblieben. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum dieser Laden zugemacht worden ist. Weil von der Lage her ist das eigentlich nicht möglich. Das Licht ausmachen, weil da drüben wohnen Nachbarn. Das ist die alte Küche. Ja, und seitdem ist hier nichts mehr passiert. So, von der Küche raus geht's in, ich denke mal, das ist so ein Vorbereitungsraum hier. Direkt in den Gastraum. Zapfanlage und Tresen. Sämtliche Stühle sind noch da. Und da vorne, Leute, da ist schon die Hauptstraße. Deswegen müssen wir hier so ein bisschen vorsichtig sein. Ihr seht, laufen da auch Leute lang. Aber es kann eigentlich nichts passieren, weil wir haben ja heute geschlossene Gesellschaft hier. So, von diesem Treppenhaus, da geht es nochmal nach unten und einmal nach oben. Aber ich glaube, wir gehen erstmal runter. Oh, jetzt noch ein paar leckere Toiletten. Ausnahmsweise nicht vollgeschissen. Super. Die Toiletten. Eigentlich noch in recht gutem Zustand alles hier. Ja?
Zwar alt, aber kaum Zerstörung. Sogar schon weiße Spinnen, ey, Wahnsinn. So. Dann gehen wir von hier aus mal wieder nach oben. Weil das war ja nicht nur eine Kneipe, sondern auch ein Hotel. Und dementsprechend schauen wir mal, ob noch ein paar Zimmer vorhanden sind. So, der Boden fühlt sich schon nicht so richtig gut an. Aber ich denke, für heute geht es dann nochmal. Wahnsinn. Schaut euch das an. Alles komplett eingerichtet. Sich noch eine Dusche nachgerüstet. Also waren früher die Zimmer alle ohne gewesen. Und das kommt dann nachträglich hinter eingebaut. Wirklich stand anno dazu mal. Ja, als nächstes haben wir einen Aufenthaltsraum. Einen ganzen Haufen Sesseln drin und einem alten Fernseher noch. Selbst die Fernbedienung liegt noch da. Ich euch nur mal so reinhalten, weil da drüben, da ist der Nachbar und der passt garantiert gut auf hier. Auch hier die Dusche auf dem Zimmer, wenn ihr sie erkennen könnt. Ich weiß, es ist ein bisschen dunkel jetzt, aber naja, wir gucken mal ins nächste Zimmer. Und auch dieses mit hochmoderner Duschkabine und noch völlig eingerichtet. Oh, der hat wohl vielleicht schon mal jemand übernachtet, aber ansonsten keine Leitzerstörung. So gefällt mir das. So, noch eine Etage mit einer extrem knarzigen Treppe. Fenster, was mir an dieser Stelle gar nicht gefällt. Wow. Das sieht gut aus. Ich denke mal, das werden wohl hier die Privatgemächer gewesen sein.
hier noch eine komplette Couch. Fernseher mit Fernbedienung und kleine Stereoanlage übergeblieben. Und ein uralter Videorekorder. Hier hat es wohl mal die alte Küche gegeben. Überlegt euch das mal. Selbst die Gebrauchsanweisung vom Fernseher ist noch vorhanden. Wahnsinn. So, der nächste Raum ist leer, bis auf die Lampe. Und hier kommen wir ins Schlafzimmer. Das wie frisch verlassen. Allerdings sind die Schränke hier leer. Nur noch halt Möbel da. Vielleicht war das auch eine Ferienwohnung, man weiß es nicht. Badezimmer in extrem modern. Leckeres Braun. Befindet sich auch noch ein Zimmer. Da gucken wir jetzt auch mal rein. Nicht nur eins, sondern mehrere. 5 bis 10 steht hier. Wieder so ein schönes Fenster Richtung Nachbarn. Und Freunde, guckt euch diese kleinen Bütchen an hier. Das sind gerade mal 3 Meter, was dieses Zimmer hat. Aber auch hier noch ein Hocker drin, Waschbecken und ein Schrank. Tja, was soll ich euch sagen, Freunde? Neue Tapeten dran, neue Betten rein, aufmachen. Das ist absolut alles noch top in Schuss hier drin. Ich dachte, die leuchten im Dunkeln. Tun sie nicht. Die Treppe nach unten. Und auch hier noch ein voll eingerichtetes Schlafzimmer. Naja, gut, das zieht sich halt so durch das ganze Gebäude durch. Keinerlei Zerstörung. Uralter Stand. Schaut euch das mal an. Das wäre heutzutage undenkbar. Junge, 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 Junge.
So, Freunde, das war's mit dieser Location. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Und wenn das so sein sollte, lasst mir einen Daumen oben. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocken. Abonnieren ist kostenlos. Ihr tut mir einen Gefallen damit, damit ihr bloß keins der nächsten Videos verpasst. Ich würde sagen, ich fahre jetzt mal nach Hause. Werde den Rest des Tages genießen, gleich mal den Grill anfeuern. Und wir sehen uns spätestens im nächsten Video.